Yo Leute, herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video. Und zwar habe ich mir von gamesflat.de eine Mystery-Box für 24 Euro gekauft, in der drei Spiele drin sind. Random-Spiele, man weiß es halt nicht, deswegen halt Mystery-Box und plus eine Überraschung stand da. Und es gibt noch ein einzelnes Spiel, was man sich holen kann für 6 Euro und noch eine Mystery-Box für 50 und ich glaube noch eine für 100. Und da sollte auch ein Controller dabei sein. Bei mir sind nur Spiele. Und ja, wir gucken mal, was da drin ist. Ich habe noch gar nichts aufgemacht. Also, wir haben zuerst ein Knoppers. Wie geil. Ein Knoppers. Yeah. Gut. Dann, was haben wir hier noch? Jetzt haben wir, glaube ich, das erste Spiel. Das ist ein bisschen schwer auszuholen. Call of Duty Modern Warfare. Infinite Warfare. Gut, habe ich schon. Macht aber nichts. Kein Problem, kann man ja tauschen oder verkaufen. Und dann haben wir noch Elder Scrolls Online. Das habe ich noch nicht. Das ist geil, glaube ich. Also ist ja wie World of Warcraft ungefähr, ne? Also Elder Scrolls Online, nice. Und was haben wir noch? Es sind noch, Moment, drei Spiele drin. Steelbook. Aber ein Steelbook, also mit nichts drin, macht nichts. Das ist wahrscheinlich die Überraschung. Weil es sind ja drei Spiele, stand ja drin, nicht vier Spiele. So, es sind trotzdem noch zwei. Das ist eigentlich doch vier Spiele. Gut. Jetzt haben wir hier, NBA Playgrounds, ein Basketballspiel. Ist ja auch ganz nice. Sowas habe ich auch noch nicht. Wenn das so ist wie NBA Jam auf der Super Nintendo und so früher. Kann das eigentlich ganz nice sein, ich kenne das noch gar nicht, ich habe noch nie davon gehört. Schauen wir uns mal irgendwann an. Und jetzt das letzte, Leute, das letzte. Agents of Mayhem, das kenne ich nicht. Das ist ein Steelbook auch. Das kenne ich jetzt gar nicht. So sieht's aus, Steelbook. Sieht nach GTA aus. Oder nach Saints Row irgendwie. Ja. Keine Ahnung, ich muss es mir angucken, ich kenne das Spiel echt noch nicht und sonst ist hier nichts mehr drin. Das war's. Also, okay, eins, was ich schon hatte. Ich meine, es hätte schlimmer sein können. Ich habe ja 150 Spiele oder so und die Wahrscheinlichkeit, dass da eins drin ist, was ich habe, sogar dass drei drin sind, die ich habe, wäre ist ja schon hoch gewesen. Und jetzt habe ich drei, die ich nicht habe. Das ist doch mal gut. Drei für 25 Euro, 24 Euro plus halt das hier. Also eigentlich vier Spiele und das sieht auch ganz nett aus. Ich habe das jetzt schon ausgepackt, dann packe ich einfach das Spiel da rein und habe die Hülle noch extra oder so. Und ja, Elder Scrolls, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich werde alle drei ausprobieren, ich teste die mal morgen aus. Ja genau. Also Leute, hier, ups, jetzt fallen sie gerade noch um. Ich versuche es mal so aufzustellen, damit ihr das nochmal sehen könnt. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Egal. So, fertig. Und jo. Ich verlinke euch das Ganze nochmal, wo ihr das kaufen könnt, GamesFlat, in der Beschreibung unten drunter. Und dann könnt ihr, wenn ihr Bock habt, auch mal sowas machen. Ja, ist eigentlich ganz nice. Ich meine, vier Spiele für 24 Euro. Ist doch gut. Also je nachdem, wenn man sie halt schon hat, ist scheiße, aber okay. Also Leute, wenn ihr auch schon mal sowas gemacht habt, so eine Mystery Box Zeugs, sagt Bescheid. Und schreibt in die Kommentare, was ihr da drin hattet. Das würde mich auch interessieren. Ansonsten haut rein und wir sehen uns dann im nächsten Video. Mein Trailer ist fast fertig. Da dürft ihr da angucken und oben Daumen nach oben klicken, abonnieren und yo.